Jo, moin. Heute möchte ich euch mal die Diana LP8 Magnum Tactical vorstellen. Geliefert wird sie in diesen Hartschalenkoffer. Sie hat vier Schienen Scharniere mit Metallstiften drin und vier Flaschen zum Öffnen. Klappen wir mal auf. So liegt sie da drin, ausgeschäumt, der Deckel sowie der Boden. Der Schaumstoff ist im Deckel also festgeklebt, auch im Boden festgeklebt. Die Waffe selbst, die liegt hier wunderbar drin. Wenn der zugeklappt ist und die Laschen arretiert sind, wackelt die Diana nicht da drin rum. Also sprich, ihr könnt den so halten, so über Kopf drehen, wie ihr wollt. Die Diana bleibt so drin, wie ihr sie reingelegt habt. Das ist schon mal gut. Gut ist auch, dass ein Koffer dabei ist. Die Diana ist nicht ganz billig in der Tactical-Version. Die kostet hier so ungefähr, ich glaube, 350 € habe ich für bezahlt. Ist auch somit kein Werbevideo, das ist mein Eigentum. Also keine Werbung. Dafür ist dann halt ein schöner, ja, schön ist übertrieben, aber es ist halt ein Hartschalen-Plastikkoffer dabei. Wenn man bedenkt, dass so manche andere Hersteller auch bei ihren teuren Waffen HW 45 mal erwähnen und die HW 75 und sogar auch die HW 44 PCP, kostet glaube ich 800 € ungefähr, plus minus, ich nagel mich da nicht drauf fest, wird in einen schlichten Weihrauch-Pappkarton geliefert. Also hier schon mal Lob an GSG. Diana ist das ja nicht mehr, es ist jetzt GSG oder schon länger GSG. Ja, also und Kosten tut sie in dieser Ausführung auch so bei 350 €. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Wir holen erstmal alles raus, was hier drin ist, und dann packen wir den Koffer weg. Und dann kommen wir nochmal zu den einzelnen Sachen. Nochmal eben schnell, das ist die Red Dot Anleitung, aber brauche ich jetzt nicht aufklappen, alles auf Englisch. Hier drin ist die Waffe verpackt gewesen, das Red Dot selbst und so eine kleine Pappschachtel war hier drin, die habe ich jetzt auch zusammengefaltet. Da waren die Halterungen für das Red Dot drin. Hier ist der Imbusschlüssel, um das Red Dot zu befestigen. Das hier brauchen wir alles nicht. Ja, den Imbus auch nicht, den packen wir wieder rein hier. Zu. Jetzt zeige ich sie euch einmal. So schaut sie aus. Ich verwinkel das mal ein bisschen, weil ich nicht weiß, wie das Licht die Waffe jetzt einfängt. Also die Kamera mit den Lichtverhältnissen hier. Die da einen kleinen Eindruck von habt. Einmal von der Seite. Zu dieser Waffe gibt es einen kleinen Unterschied zu der normalen Diana LP8 Magnum. Ach, hier haben wir ja die Anleitung zu nehmen. Die normale LP8 Magnum hat hier vorne ein Korn. Das hat diese hier nicht. Die hat hier diesen Schalldämpfer-Attrappe. Also sprich, wenn ihr diese Diana LP8 Magnum Tactical ohne Zieloptik schießen möchtet, dann habt ihr nur eine Kimme, aber kein Korn. Müsst ihr dran denken. Also müsst ihr euch hier irgendwie ein Korn drauf basteln oder so. Keine Ahnung, wie ihr das machen möchtet denn. Oder ihr kauft euch einfach die normale. Also da müsst ihr dran denken. Und noch ein Unterschied ist, die normale hat keine vorgefertigten Schraubenführungen, Gewinde, wie ihr es nennen möchtet, um daran ja, einen Schaft anzubauen, so wie hier. Der Schaft ist hier mit zwei Imbus festgeschraubt und auf dieser Seite natürlich genauso mit zwei Imbus. Die normale LP8 Magnum
Was kostet die? Ich habe es mir aufgeschrieben, zwischen 255 und 274 Euro. Und diese hier habt ihr so bei 350, hatte ich ja schon erwähnt. So, ich zeige es euch hier nochmal eben die Markings. Ich hoffe, ihr seht das. Diana LP8 Magnum steht hier drauf. So ist sie gesichert, so entsichert. Das ist beidhändig, also sprich, also beidseitig. Einmal hier auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite die Sicherung. Mit den Markings sind wir hier jetzt auch schon auf dieser Seite fast zu Ende. Hier steht nur noch drauf Kaliber 4,5. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht. Hier vorne ist das F. Ich hoffe, man kann es halbwegs in der Kamera erkennen. Drehen wir mal einmal um. Hier steht dann auch nochmal Diana LP8 Magnum Taktike. Ne, Quatsch, Taktike steht hier nicht. Hier ist DE in Rahmen eingestanzt und dann Baujahr 2021, Made in Germany. Ja, was haben wir hier noch? Hier steht nochmal schwarz matt, eingelasert wahrscheinlich auf dem Lauf. Diana, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich drehe das mal ein bisschen. Sonst, ich mache da ein Foto von und stelle es jetzt rein. Mit einer Seriennummer. Ja, wo machen wir jetzt weiter? Jetzt mal eben schnell nochmal die Haptik und die Verarbeitung. Haptik, erste Sahne. Also dafür, dass es sehr wahrscheinlich ein Kunststoffbody ist. Können wir mal eben Magnet. Ja, ist Kunststoff. Hört man auch schon. Ist die Verarbeitung wunderbar und die Haptik. Die Waffe ist, ich halte es immer so, sehr schlank gehalten. Also sie ist sehr schmal und damit sehr führig. Ich halte es mal einen Anschlag. Nicht? Also sie ist sehr führig, nicht so klobig wie manche andere Federdruckpistolen. So wie die HW45, die kommt doch schon eine Ecke breiter und fetter rüber. Also das ist ein fettes Lob an damals Diana und jetzt GSG, aber ich glaube, die wurde ja noch zu Dianas Zeiten entwickelt. Also da haben sie ein gutes Ding gemacht und sie ist auch gut in Futter. Ich habe da schon ein Kroni-Video veröffentlicht, verlinke ich unten in der Videobeschreibung, setze ich den Link rein von einem Kroni-Test. Ja, also wie gesagt, sie ist echt ein Handschmeichler. Also da gibt es nichts drum. Also, jeden Cent wert. Das einzige Manko, was ich jetzt an dieser hier gefunden habe, ist an meiner Version, ist das hier der Body, der ist ja zwei Teile und wird dann zusammengesetzt. Hier der Rahmen, ihr seht ja hier die Naht. Und dann hier die Naht am Griff, ist alles tadellos. Und hier, da ist so der kleine Manko, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt im Video. Ich versuche es mal zu zeigen. Ist ein bisschen weit auseinander hier. Man kann es zusammendrücken. Könnte auch Aluminiumrahmen sein, ne? Aluminiumbody. Ich weiß gar nicht, ob es Kunststoff ist. Sieht sehr wertig aus. Es könnte echt Aluminium sein. Ich glaube, das ist auch Aluminium. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall, das ist so ein kleines Manko an dieser hier. Hier ist so ein ganz bisschen Spalt, und kann man zusammendrücken. Aber das ist jetzt kein Grund für mich irgendwie das großartig negativ. Also das ist echt minimal. Ja, das wäre jetzt die Haptik und Optik. Ja, womit machen wir weiter? Nehmen wir mal das Red Dot, das ist auch eigentlich ganz gut in der Preisklasse. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, wenn man es so kauft. Hier könnt ihr die Höhe und Tiefe einstellen und hier den seitlichen Versatz. Das ist ein Rotpunkt, kein Grünpunkt. Ihr könnt die Punkte auch nicht wechseln oder variieren, oder umschalten wie bei manchen anderen Red Dots. Also der ist immer rot. Ihr habt hier eine Skala von 0 bis 11. 11 ist die
hellste Leuchtstärke. Ich weiß nicht, man sieht es wahrscheinlich im Video nicht. Den roten Punkt. Deswegen versuche ich das auch gar nicht. Der rote Punkt ist ziemlich rund. Also es gibt auch andere Red Dots, da ist der Punkt ja, bald ein Strich oder auf jeden Fall nicht so toll und nicht so rund, ist dann eher so oval oder eierig oder zackig bei manchen billigen Red Dots. Also der ist schon recht rund. Also brauchbar. Ja, so viel zum Red Dot. Gibt es sonst auch nichts groß zu erzählen. Es tut, was es soll. Ja. Der Abzug. Machen wir damit weiter. Der ist eigentlich auch ganz gut. Hat aber nochmal. Komme ich nochmal zu. Machen wir mal so. Das ist der Vorzugsweg. So weit. Und dann hört man auch den klaren Druckpunkt. Das ist der Druckpunkt dann. Ich hole mal eben meinen Kugelfang her. So. Klarer Druckpunkt bis hier und dann löst der Schuss. Das schabt nichts und es kratzt auch nichts. Der Vorzugsweg. Ich werde die jetzt mal spannen. Beim Spannen kann man die ganz einfach so anfassen. Ich fasse immer so an. Daumen so unter und dann kann man sie ganz einfach so spannen. Ihr braucht da nicht draufschlagen, so wie bei manchen Luftgewehren oder anderen Pistolen. Nicht? Einfach so, zack, funktioniert. So geht es besser, wenn die Schulterstütze an der Schulter ist, dann geht es besser, weil dann hat man mehr Hebelwirkung. Geht auch so. Nicht? Ist egal, wie ihr es wollt. So, hier hört ihr das Spannen. Ab hier schabt es so ein bisschen. Und die Sicherung geht automatisch rein. Hier entsichert. Zack, geht es automatisch rein. Daher beim Spannen den Zeigefinger unten lassen und nicht so machen, so wäre ja normal, weil aber beim Spannen die Sicherung nach oben gehen will, stört der Zeigefinger. Oder ihr macht, bevor ihr spannt, die Sicherung selber automatisch wieder rein und dann spannt er sie, dann geht er ja nicht mehr nach oben. So, jetzt haben wir auch wieder keine Diabolus liegen, sind wir da super vorbereitet und wir uns mal irgendwelche von hinten, weil man soll ja eine Federdruckpistole nicht leer abschlagen. Beim Vorkomprimierer wäre das Schnutz egal. Die Diabolus, seht ihr hier, die fallen einfach rein. Ihr braucht die nicht nachdrücken. Die fallen rein, das ist so eine, ja, die Lademulde, sage ich jetzt mal einfach, die ist etwas größer wie der Lauf selbst und die fallen dann hier rein, dann braucht ihr die auch nicht nachstopfen und dann klappt ihr den einfach wieder zu. Und dann hört ihr das? Richtig schön, kein Scham, nichts. Wunderbar. Richtig schönes, sattes Einrasten. Zack, geht gerade der Luftdruck da los. So, kommen wir jetzt nochmal zum Druckpunkt. Klarer Vorzugsweg. Bis dahin. Klarer Druckpunkt. Und dann, der Druckpunkt ist, ja, ich habe kein Abzugsmessgerät. Also klarer Druckpunkt, Vorzugsweg, Druckpunkt und dann kein Schaben oder sonst irgendwas, dann kommt gleich die Auslösung. Und das relativ ohne große Kraftanstrengung, also die ist gut voreingestellt. Ich mach's nochmal. Hier, jetzt macht man immer den Zeigefinger hier oben hin, das macht man automatisch. Aber es ist irgendwie ein bisschen blöd oder man sichert jetzt schon mal, dann kann man es machen und dann spannen. Diabolo reinplumpsen lassen, zack, Zug, zack, Druckpunkt, also Vorzugsweg, den kann man auch nicht einstellen, den Vorzugsweg, der ist immer so, aber ist jetzt nicht zu lang oder könnte vielleicht ein bisschen weniger sein, aber der ist sehr geschmeidig und dann Druckpunkt und dann die Auslösung, also da kriecht nichts rüber. Und schabt über den Auslösepunkt noch. Wunderbar. Also sehr gut.
Es gibt aber ein kleines Sicherheitsmanko zu dieser Waffe. Hat auch mit dem Abzug zu tun. Bei Diana auf der Homepage wird sie beworben, dass der Abzug einstellbar ist. In der Anleitung kein Sternswörtchen darüber, dass der Abzug einstellbar ist. Beziehungsweise, also nicht der Vorzug ist einstellbar, sondern der Druckpunkt ist einstellbar. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Also kein Sterbenswörtchen in der Anleitung, also GSG. Da müsst ihr nochmal nacharbeiten. Legt einen Beipackzettel bei, dann braucht ihr nicht die ganzen Anleitungen neu drucken. Ne? Legt ein DIN A4 Blatt rein und beschreibt den Abzug, wie ihr den einstellen könnt. Weil es kann gefährlich sein. Ihr könnt hier ist die Schraube. Es ist eine Schlitzschraube. Da könnt ihr den Druckpunkt einstellen. Den Druckpunkt könnt ihr sehr wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, so einstellen, dass der Druckpunkt fast gar nicht mehr vorhanden ist und dass die Waffe sehr wahrscheinlich, ich will es nicht testen, ich vermute das mal einfach, weil das ist bei der HW40 genauso. Und das ist eine Weihrauch. Aber ich weiß gar nicht, ob es da in der Anleitung steht. Aber jetzt sind wir hier bei der Diana Magnum. Den könnt ihr wahrscheinlich so weit runterschrauben, den Druckpunkt. Das hier ist ja der Druckpunkt. Dass die auslöst, wenn ihr sie zuklappt. Und das ist ein sehr großes Sicherheitsrisiko. Sprich, auch wenn die sich ja eigentlich theoretisch automatisch sichert, löst die aus, wenn ihr die zuklappt. Gehe ich stark von aus. Ich will es nicht ausprobieren. Aber es gehört, egal ob so ist oder nicht, es gehört auf jeden Fall in eine Anleitung rein. Ne? GSG, wisst ihr Bescheid. Also wenn ihr daran rumdreht, da ist das Löchchen, dann mit Bedacht. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, was machen wir jetzt? Ja, die Schulterstütze haben wir noch gar nicht behandelt. Die ist relativ fest, also da wackelt und knatzt nichts. Nicht? Ist auch verwindungssteif. Hier der Plastikaufsatz, der, jetzt macht das gerade noch doch, der bewegt sich ein ganz bisschen. Aber es ist minimal. Die Schulterstütze an sich ist hier Kunststoff. Das hier, ich weiß gar nicht, was das für Material ist. Ob das auch irgendein Metall ist. Auf jeden Fall magnetisch ist es nicht. Hört sich aber metallisch an. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall wertig. Die Schulterstütze an sich hier hinten ist gummiert. Mit Maserung. Also ganz gut. Kann ich klaren. Es haut einwandfrei hin. Jo. Was haben wir noch? Gut. Die Sicherung seht ihr hier. Beidhändig. Rechte Seite. Gesichert. Entsichert. Linke Seite. Gesichert. Entsichert. Was haben wir noch? Ja, der Griff ist auch recht schmal, also die ganze Waffe, wie erwähnt schon mal, ist sehr schmal, also ist echt ein Handschmeichler. Ist nicht so, kommt nicht so klobig rüber, also ist sehr gut verarbeitet. Ja, der Lauf ist natürlich magnetisch. Die Schrauben sind natürlich auch magnetisch. Die Schiene ist nicht magnetisch, hier die 11mm Prismenschiene, wo ihr das raufschraubt, also zieht es nicht mit einer Brechstange fest. Dann drücken die Klammern euch hier Muster rein. Auch nicht magnetisch, wie schon erwähnt. Ach, hier hinten haben wir noch ein Marking. Schönes Diana-Logo. Habe ich gar nicht erwähnt. Das ist doch nice. Schalldämpfer ist Attrappe, dient als Spannhilfe. Kann man, ich weiß nicht, ob man abschrauben kann. Ich will es jetzt nicht versuchen. Bleibt sowieso immer dran. Ja, dann haben wir eigentlich so gut wie alles, ne? Knicken wir nochmal. Zack. Jetzt haben wir sie hier geknickt. Das ist also überhaupt kein Spiel. Also der wackelt und man kann den Lauf nicht verkanten. Hier auch das. Es klappert zwar. Was klappert denn da jetzt? Das ist die Kugel, ne? Ach, die ist gefettet. Es klappert eigentlich nichts. Ich weiß gar nicht, was da klappert jetzt. Es klappert eigentlich nichts und es klappert. Ich
Ich weiß nicht, was es ist. Was da hin und her klappert. Das ist unten. Auf jeden Fall ist es nicht das Gestänge hier. Das klappert auf jeden Fall nicht. Und der Lauf ist auch. Was ist das? Vielleicht ist es der Einrastbolzen. Ist der eigentlich metallisch? Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkomme. Ups, mit Kugel. Ach, nicht am Lauf. Nee, das Magnet. Schlägt sich schon vorher an. Komme ich nicht ran. Wird aber Metall sein. Ja, jetzt können wir es wieder zuklappen. Machen wir ein Diabolo rein. Entsichern und entleeren die Waffe. Ja, das war's eigentlich soweit. Mir fällt jetzt erstmal so nichts mehr ein in diesem Vorstellungsvideo, was ich jetzt noch sagen könnte. Ich glaube, es wurde alles gesagt. Ist eine sehr schöne Waffe. 350 Euro ist für eine Federdruckpistole ja viel Geld, so wie für eine Weihrauch auch. Eine HB45 kostet ja auch ihr Geld. Ist auch eine super Pistole. In diesem Sinne, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht, dann lasst ein Like da, kommentiert das Video. Und ja, man sieht sich bis bald, würde ich sagen. Also, reingehauen, Leute.